Da bin ich wieder. Ich habe euch ja versprochen, ab und zu mal in Projekte euch mitzunehmen. Hier stehen wir gerade 3 Tage vor der nächsten Eröffnung. Ich habe euch vor ein paar Wochen ja zum Ukraine-Krieg einiges gesagt und stelle jetzt fest, dass es wirklich dieses Projekt so aktuell ist, wie ich es mir eigentlich nicht erhofft habe. Ich dachte, wir können rückblickend auf 9/11 gucken, auf 20 Jahre Krieg und mit der Option, vielleicht daraus was zu lernen. Aber das wäre zu positiv gedacht, weil der Krieg begleitet die Menschheit, seit die Menschheit existiert. Und das, was wir hier gerade machen, ist im Prinzip für mich das 4. Antikriegsprojekt. Ich versuche, über den Krieg zu reden, ohne Bilder vom Krieg zu benutzen. 9/11 ist für jeden, der alt genug ist, ein Augenblick gewesen, an den man sich jetzt immer noch erinnert. Was aber dann 20 Jahre passiert ist, wir haben Kriege vom Zaun gebrochen, die im Namen dieses Attentats von 9/11 geführt wurden und die so viel Leid geschaffen haben, dass man heute wirklich die Frage stellen muss, was ist eigentlich die Antwort auf Gewalt. Wir wissen, schon seit Jahrtausenden wissen wir, dass Gewalt Gewalt produziert. Wir kommen aber aus dieser Spirale nicht raus. Und das, was ich hier gemacht habe, durch viele Erlebnisse, die ich also seit in diesen 20 Jahren auch hatte, durch meine eigene Lebensgeschichte auch, Familiengeschichte, war ich immer wieder sehr reflektiert über die Dinge, die in dieser Welt passieren und hatte mir schon vor langer Zeit vorgenommen, diese Ausstellung zu machen. Und die Idee war eigentlich, in einem Parcours in die Geschichte hineinzugehen. Also in dieser Ausstellung wird man starten im Jahre 2022 und wird zurückgehen in die Zeit bis 2001 und wird dann im Panorama stehen, 5 Minuten bevor das erste Flugzeug einfällt, sozusagen in eins dieser Twin Towers. Was in diesem Projekt auch ganz interessant ist, von der Idee, von den ersten Skizzen bis hin zum Aufbau entstehen Jahre. Wenn ihr seht, was hier für Leistungen auch erbracht werden von den verschiedensten Leuten, was da zusammengeführt werden muss, um so eine Idee überhaupt zum Erfolg zu führen und zum Ende zu führen,
da bin ich selber immer wieder erstaunt und begeistert, wie viele Menschen wir hier sozusagen versammeln, die wirklich mit Leidenschaft an so ein Projekt rangehen. Und das ist auch, ich bin voller Dankbarkeit, dass ich so eine Arbeit leisten kann mit so einem tollen Team hinter mir. Und das, was hier passiert, ist eigentlich, das sind drei Linien, die aufgebaut sind. Das ist die dramaturgische Idee, dass wir in die Zeit zurückgehen, begleitet durch Texte, die Menschen des öffentlichen Lebens geschrieben haben. Ich habe sie gefragt und jeder hat seine Meinung zu diesen 20 Jahren gesagt. Und eine Chronik, in dem wir wirklich mal versuchen, Bilder zu entwickeln oder Daten zu nennen in den Jahren, was eigentlich alles passiert ist, damit jeder Einzelne auch mal in seine Zeit zurückgehen kann. Und in der Mitte gibt es, und da stehen wir jetzt hier, 5 große Installationen, die über eine andere Form diese Fragen, einige Fragen dieser Zeit auch aufwerfen. Die erste Installation geht es um Geld. Also das zu visualisieren, war hier der Ausgangspunkt. Also wir haben einen Würfel von 4,5 mm Kantenlänge und wenn wir den stapeln würden, ein Goldwürfel auf 2 Türme bauen würden von 22 Meter Höhe, haben wir erst 600 Milliarden Dollar. Wir bräuchten also 10-mal so viel, um das Geld dieser Kriege simulieren zu können. Das ist eine Vorstellung, die kann man sich nicht vorstellen. 6 Billionen heute zu haben, würden wir viele Probleme dieser Welt lösen können. Ja? Oder wenn wir weitergehen, zum Beispiel die Sprache, die wir haben, die Sprache, die die Medien haben, bilden natürlich, Politiker haben, Menschen haben, bilden natürlich auch Feindbilder. Dass wir uns über die Sprache mal klar werden, wie wir uns gegenseitig titulieren, das ist eine andere Installation. Oder Grenzen werden jetzt Mauern. Die Berliner Mauer war das große Paradestück einer Mauer. Ich glaube, zurzeit werden so viele Mauern gebaut, wie in der Geschichte der Menschheit noch nicht gebaut wurden. Oder wo beginnt der Krieg? Der Krieg beginnt im Wohnzimmer. Weil Menschen uns einreden, dass wir Kriege führen müssen. Und wir sitzen da und nehmen es entgegen. Versucht das mal an euren eigenen Erlebnissen auch klar zu werden, wie jetzt über Krieg diskutiert wird. Oder Erinnerungskultur. Es wird ein Riesenmahnmal in New York gebaut für die 3000 Tote dieses Anschlags. Jeder Einzelne ist jeder Einzelne zu viel. Aber im Namen dieser 3000 Toten sind Tausende und Abertausendmal so viel sind in diesen Kriegen gestorben. Kollateralschaden, das sind so Begriffe, mit denen kann ich gar nicht leben. Und wir haben hier in dieser Installation haben wir Striche auf den Boden gemacht, die diese unbekannten Opfer beschreiben. In dem Memorial, was Ungar beeindruckend ist, ist jeder Tote in New York ist mit Namen genannt. Und wir haben hier einfach stellvertretend für die Opfer der Kriege einfach nur Striche gemacht. Und wir laufen auf dem Boden, auf diesen Strichen entlang, auf den unbekannten Opfern. Und im Panorama dann, wenn wir dann reinkommen, sind wir 5 Minuten vor dem ersten Flugzeug, was in die Twin Towers reinfließt. Und ich hoffe, dass in diesem Parcours also Gedanken entstehen für den Betrachter, die letztendlich zu Fragestellungen oder vielleicht auch zu einer Erinnerung führt, wie man selber diese 20 Jahre gelebt hat. Und der Untertitel dieses Projektes heißt ja Krieg in Zeiten von Frieden. Und das ist das Thema, was mich schon immer bewegt. Kriege existieren immer. Wir, die wir im Frieden leben, merken diese Kriege gar nicht. Wir leben unser Leben weiter. Und jetzt, wo der Krieg so nah an uns herangerückt hat, beginnen wir auf einmal zu begreifen, dass Krieg eigentlich jeden Tag auch bei uns passieren kann. Und das ist ein ganz kleiner Beitrag, den ich leisten musste. Und ich bin sehr gespannt, wie die Besucher darauf reagieren werden. In diesem Sinne.